Wir sehen blau, ziemlich häufig. Denn seitdem die gemeine Glühbirne nicht mehr verkauft werden darf, müssen viele LED nutzen. Leuchtdioden, die als modern sowie effizient gelten und außerdem in vielen technischen Geräten stecken. Auch Fernsehern. Doch das blaue Licht, das sie ausstrahlen, könnte langfristig unsere Augen im wahrsten Sinne des Wortes alt aussehen lassen. Die Sehzellen können geschädigt werden, was sich vor allem im Alter bemerkbar macht. Rund jedes zweite Leuchtmittel in Deutschland ist inzwischen eine LED. Sie leuchten nicht nur zu Hause, sondern auch in Smartphones, Autos und Fahrrädern. Und es werden immer mehr. Der Gesetzgeber sorgt für den Boom der Lampe. Aber sparsam muss nicht immer auch gesund sein. Forscher aus Frankreich und der Schweiz schlagen Alarm. LED-Licht kann unseren Augen schaden. Wir müssen davon ausgehen, dass ja dann diese LEDs über Jahrzehnte auf die menschliche Netzhaut einwirken werden und dass es hier zu nicht reparierbaren und nach immer mehr nicht reparierbaren Prozessen im Auge kommen kann, die ein deutlich erhöhteres Risiko für altersbedingte Veränderungen der Netzhaut darstellen können. Olaf Strauß lehrt an der Charité Augenheilkunde. Ihn beunruhigen die aktuellen Forschungsergebnisse zu LED-Leuchten. LED geben kein gleichmäßiges Licht ab, wie zum Beispiel die Sonne, erklärt Roland Greule, Professor für Lichttechnik an der HAW Hamburg. Wenn wir genau reinschauen würden in den Spektralbereich, dann würde man sehen, dass sie in Wahrheit aus einem großen blauen Teil und aus einem Gelbanteil besteht. Für uns als Menschen ist es weiß, das heißt, wir können nicht mit dem Auge Spektrallinien auflösen. Deswegen haben wir das Gefühl, dass diese Beleuchtung weiß ist. Besser bekannt als kaltweiße LED, für viele ungemütlich. Zwar gibt es warmweiße LED, die etwas angenehmer leuchten, aber auch sie strahlen noch einseitig blau ab. Dabei verhalf der Blauanteil der LED einst zum Durchbruch. Anfangs gab es nur Rot oder Grün. Erst als Blau dazu kam, eignete sich die Technik für den Alltag. Denn viel Blau sorgt für ein kristallklares Weiß. Aber zu viel kann dem Auge gefährlich werden. Weil der Blaulichtanteil zunächst erstmal auch in der Intensität so etwa ein Faktor 2,5 bis 3-mal größer ist als der Anteil des Spektrums, der fürs Auge ungefährlich ist. Das blaue Licht stört das komplizierte System der Sehzellen in der Netzhaut. Seine hohe Energie führt dort zur Bildung freier Radikale. Diese schaden den Sehzellen. Es sterben mehr ab, als nachwachsen können. Dadurch verschlechtert sich das Sehvermögen. So etwas ist mit zunehmendem Alter normal. Aber das blaue Licht der LED kann den Prozess beschleunigen. Und unsere Augen bekommen jeden Tag reichlich davon ab. Vor allem, wenn die Pupille weit geöffnet ist. Zum Beispiel beim Fernsehen im Dunkeln. Das eine ist, dass Bildschirme, Fernseher als auch Handys direkt angeschaut werden. Dass also direkt auch drauf geschaut wird und damit halt im Unterschied zu den Glühlampen, die an der Decke hängen, eine eher direkte Exposition ist. Viele Bildschirme und Handy-Displays lassen sich in einen sogenannten Nachtmodus schalten. Dann wirkt ihr Licht etwas wärmer. Die Messung zeigt, das Display strahlt auch deutlich weniger blau ab. Also beim Nightshift aktivieren ist eine Besonderheit, dass wir im Endeffekt sagen, alles einmal runterdimmen und dabei vor allem den Blauanteil wegnehmen. Viel weniger blau kann man auch bei LED-Leuchten für den Hausgebrauch erreichen. Zum Beispiel mit Retro-LED. Sehen aus wie eine Glühlampe und leuchten auch ganz ähnlich. Der Trick? Eine orangene Beschichtung auf dem Glas. Ist trotzdem eine blaue LED, aber mit einer besonderen Beschichtung drauf. Das heißt, mit einem orangenen Filter drauf und einem sehr, sehr warmen Ton dabei. Das heißt also nicht das, was man meistens kennt, mit eher kühl, sondern es hat extra eine Beschichtung drauf, die dieses Glühlampenlicht, dieses warme Lagerfeuerlicht produziert. Wenn ich Blauanteil rausnehme, ist es für die Augengefährdung deutlich geringer. Wir bekommen aber etwas orangenen Effekt in dieser Glühlampe selber. Tatsächlich entschärft der Look von einst also die Technik von heute. Nur sagt es einem niemand. Auf den Verpackungen kein Hinweis, dass diese auch noch sehr teuren Leuchten besonders augenfreundlich sind. Warum?
Wir haben bei den Herstellern Philips und Osram nachgefragt. Osram wollte keine Angaben machen. Philips schreibt, man halte sich ohnehin schon an alle relevanten Gesetze, um sicherzustellen, dass unsere Produkte die Gesundheit der Verbraucher nicht beeinträchtigen. Tatsächlich basiert die aktuelle Gesetzgebung auf veralteten Studien, die eine langfristige Wirkung von LED noch nicht als schädlich einschätzt. Kein Wunder, die Gesetze wurden gemacht, als LED brandneu waren. Von Langzeitstudien redete da noch keiner. Und der Punkt ist aber, einmal hat auf das Thema sich nicht beachtet, weil man einmal noch nicht geschaut hat, wie intensiv diese Lichter in den Augen drin ist. Man weiß es relativ gut von UV-Bereichen, aber Blaulicht ist einfach ein ganz neues Thema, auch in der Wissenschaft. Und trotz neuer Erkenntnisse, ein Umdenken ist bisher nicht zu erkennen. Kein Hersteller gibt aktuell an, die Augenfreundlichkeit sogenannter Vintage-Leuchten nicht vielleicht doch besonders hervorheben zu wollen. Die Augen zu schonen ist wohl nicht verkaufsfördernd genug. Übrigens, die gute alte Glühlampe war für unsere Augen unbedenklich, denn sie strahlte das gefährliche blaue Licht so gut wie gar nicht ab. Thank you.